Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesverteidigungsministerium räumt Fehler ein. Demnach gab es im Zusammenhang mit der Sanierung des Segelschulschiffs Gorch Fock schwere Versäumnisse. Wie die Welt berichtet, nennt das Ministerium entsprechende Vorwürfe des Bundesrechnungshofs weitgehend zutreffend. Die Sanierungskosten waren von geplanten 10 Millionen Euro auf zuletzt 135 Millionen Euro gestiegen. Neue Panne bei der Flugbereitschaft. Bundesaußenminister Maas sitzt in Mali fest. Der Regierungsflieger hat einen Hydraulikschaden. Maas soll heute mit einem Tag Verspätung zurückfliegen. In der Vergangenheit hat es immer wieder Probleme mit Regierungsmaschinen gegeben. So musste Bundeskanzlerin Merkel im November ihren Flug zum G20-Gipfel abbrechen. Zahl der Arbeitslosen gesunken. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Februar etwa 2.373.000 Menschen in Deutschland erwerbslos. Das sind rund 33.000 weniger als im Januar und 173.000 weniger als im Februar 2018. Die Quote liegt unverändert bei 5,3%. Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt. Falls die Vertreter der Bundesländer und der Gewerkschaften in der dritten Runde keinen Durchbruch schaffen, drohen längere Streiks. Die Gewerkschaften fordern 6% mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Kinderhilfswerk UNICEF warnt vor Masern. Die Erkrankungszahlen seien im vergangenen Jahr weltweit angestiegen. Fast 100 Länder haben demnach mehr Fälle gemeldet, unter anderem die Ukraine, Brasilien und die Philippinen. Weil Masern auch tödlich verlaufen können und hoch ansteckend sind, fordert UNICEF, Kinder konsequent zu impfen. Das Wetter. Im Süden und in der Mitte oft bewölkt, teilweise Regen. Im Norden meist trocken, dazu Wolken und etwas Sonne. Höchsttemperaturen 5 bis 13 Grad.